Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir wollen heute schauen, dass wir an die Cutting-Maschinen rankommen, aber dafür brauchen wir Zink, habe ich gerade festgestellt. Und das heißt, wir müssen in den Nether. Ich habe schon mal meinen Crossbow rausgekramt, weil ich war schon ein paar Mal jetzt wieder drüben, habe da drüben auch ein bisschen gedacht, wie ich noch was umbauen könnte. Und die Spawnrate finde ich super mittlerweile, denn es waren auch mal Spinnchen da, haben sich mal ein paar Flamestrings da gelassen, finde ich nett von ihnen. Und dann bauen wir uns jetzt mal da draus nämlich einen neuen Seilzug für unsere Armbrust. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, dahin, dahin und wir haben einen neuen Fiery Bowstring. Oh, auch nur drei. Hätten die sogar gereicht, die wo wir da gehabt hätten. Ist doch auch schön. So, und jetzt heißt es dann einfach nur den da rein und das da rein. So, und wir haben dann einen Aerospeed. Ja, und ich habe schon zweimal Redstone drauf, weil ich das Ding jetzt auch öfters benutze. Wir haben jetzt hier eine Geschmeidi, einen Bowstring von 1 und jetzt haben wir dann einen Bowstring von 1,2. Das heißt, wir gehen jetzt von Draw Speed von 5, nee, von wo steht's? Wo steht's? Wo steht's? Doch, Draw Speed 0,95 auf 1,02. Ist. Ah, aber der Bogen ist, der Arrow ist dafür schneller. Das heißt, das Ding wird auf jeden Fall böser. Genau. Also, ich bin nämlich gerade auch dabei, fleißig hier auszuheben. Wie man sieht, die Lagerfläche ist schon, ja, im Groben skizziert. Auch da hinten habe ich schon den Gang gemacht und ich brauche mir auch keine Gedanken machen. Momentan wie ich ja Zombification. Momentan ist es einfach nur billiges Abballern. Denn ihr seht, es sind alle Eingänge mindestens zwei hoch. Also ich kenne noch keinen, bis auf Spinnen, die das können. Ja. Aber jetzt sehen wir mal schon mal, wie weit das mal sind. Ja, das heißt ja. Soundcraft geht noch bis hierhin und ich will ja einmal drum herum. Also das heißt, wir müssen noch zwei Chunks rübergehen auf jeden Fall. Super, dass ich es jetzt gerade ausgemacht habe, die Borderlines. So, also das heißt, der und der Chunk und das heißt, ich muss hier auch noch einiges auffüllen. Habe aber gut auch Erde dafür. Gut. Bin auch fleißig dabei, immer wieder Material zu machen. Ja, wie gesagt, und die Viecher, die wo halt hier entlang gelaufen sind, haben halt von mir immer mal wieder einen reinbekommen. Und ja, somit konnte ich meine Armbrust jetzt mittlerweile auf zweimal leveln. Da ist mal zweimal Redstone drauf. Und mein Bolt konnte ich einmal leveln. Und da ist natürlich dann ein Diamant drauf gekommen, weil wir von diesen 12 Stück weg wollten. Jetzt haben wir schon 65. Er tut zwar immer noch nicht so extrem weh, aber es wird. Also einen freien Modifier können wir ja immer noch draufhauen. Der macht aber für mich erst Sinn. Wenn man so weit ist, dass man sagen kann, okay, jetzt ist der Pfeil im nächsten Abschnitt, im nächsten Level sozusagen. So, wir gehen mal hier raus. Muss auf jeden Fall hier aufpassen, weil die Schweinchen sind alle auf mich sauer. Der vielleicht noch nicht. Betonung liegt auf noch. Ah, da drüben sind auf jeden Fall auch so schöne Pflänzchen. Aber da ist früher auch noch was anders dort. Das will ich nicht.
Kriegt das eigentlich mittlerweile raus? Jawohl. Ah, die kann ich mittlerweile abbauen. Stimmt ja, ich habe ja gelevelt. So. Wenn ich normalerweise die sehe, könnte ich mir vorstellen, dass da auch irgendwo Bienen sind. Aber wir wollen jetzt nicht einfach rumschweifen, sondern wir wollen nach oben, denn wir wollen jetzt als nächstes eigentlich haben die Batterien und dafür brauchen wir Tetrahydrid, Stibnit und Kupfer. Und bei Tetrahydrid ist das Zeug mit drin, dass wir unsere ersten schönen Batterien bekommen. Das wird dann brauche ich noch mehr Material. Dann wird es Zeit, dass wir da mal vorankommen. Habe ich eigentlich meinen Rucksack dabei? Habe ich. Zum Essen habe ich wohl nichts dabei. Ah, genau. Wir wollten doch noch gucken. Und Tetrahydrid findet man in Level 80 bis 120. Ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt. So, jetzt sind wir hier auf. Halt erstmal hier die Erze an. Ja, genau, wir sind jetzt im Ortschrank. F9. Also 120, also von 80 bis 120. Die gehen schon ein bisschen hoch, die Dinger. Ja, und dann hätte ich gesagt, machen wir das jetzt ganz einfach. Wir suchen uns jetzt sozusagen. Ja, machen wir da einfach mal zu. Den richtigen Chunk. So, wie gesagt, jetzt sind wir im Quarz-Chunk. Mal raus. Ja, irgendwann muss ich noch Boden reinmachen und so weiter und so fort, aber ist egal. Wir sind jetzt genau drüber, wie es aussieht. Aber wirklich genau drüber. Also haben wir den Chunk. Dann heißt es jetzt für mich. Deswegen ganz schnell neben dem Hammer lassen. Die Axt kommt weg, die Fackeln kommen davor. Der Hammer ist schnell genug, dass sie mir jetzt weit genug weg sein können. Bin nämlich auch nochmal gelevelt. Der hat jetzt auch schon seine 250, glaube ich, drauf, oder? Das sind wir schon. Da sind wir schon jetzt mal glücklich. So. Was bist du? Small Emerald. Okay. Wie gesagt, wir sind jetzt auf Level 112. Okay, Orchang, wenn ich mir das so anschaue, ist das, muss hier irgendwo dann das Emerald sein. Also gehen wir erstmal weiter. Wir schon mit, ach nee, wir sind auf Center. Den kann ich noch nicht abbauen. So, oh, Chunk, was haben wir hier? Tin? Sulfur, okay. Sulfurader. Ich merke gerade, ich hätte vielleicht noch den einen Rucksack mitnehmen sollen. Wo man das kleine Zeug reinschmeißen kann. Ja, und ihr wisst ja, ne, ich kann nichts liegen lassen.
Bin mal gespannt, wann mir ein Schwein entgegenhüpft. Wenigstens hier so weit zu machen. Ja, meine Armbrust ist noch nicht so gut, dass ich sagen kann, ich krieg die richtig schnell weg. Vor allem, wenn da mehr als eins kommt. Jetzt rauschen wir einfach mal weiter. Gott sei Dank ein bisschen was zum Essen dabei. Ups. Solltest was essen. Dann hofft man halt einfach mal, dass man, wenn man gerade ausklopft, dass man was findet. Aber ist nicht so. So, das ist ein Ortschrank. Was haben wir hier? Kupfer. Alles klar. Ich habe hier Kupfer drin. So, wir schauen noch mal. Netherrack Dust. Du kommst auch weg. Du kommst auch weg. Sphalerit haben wir auch. Weg, weg. Kommt auch noch weg. So, Center. Das ist richtig anstrengend. Okay, haben wir leider den falschen Angraben. Gut, aber wir sind hier Center. Und du bist jetzt was? Du bist jetzt Quarzit gewesen. Quarz, genau. So. Ich habe schon gedacht, ich stehe auf dem Kopf. Ja, das ist natürlich sauschlau. Das ist dann J. Quarz. Dann heißt es wieder nach oben. Total lustig. So, das heißt, ich brauche jetzt sowieso noch mal was zum Essen. Und ich brauche unbedingt einen anderen Rucksack. Heißt, wir müssen noch mal nach Hause. Dann hätte ich gesagt, bauen wir noch einen zweiten Gang auf. Svalarit und Tin. Bist ein Ortschank. Ja, das ist nämlich das Problem von diesen Chunks. Wenn der nicht oben ist. Ja, könnte natürlich auch oben sein, wenn man ehrlich ist. So, was haben wir hier? Lederquarz. Tin. Dann immer aufpassen. Wow. Wow. Au, 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 au. Heiß, 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 heiß. Verdammt.
Ich hoffe, dass das auch. Das blüht eigentlich so lang. Drake, lauf, 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 lauf. Oh Gott sei Dank. Ah, Fahrtwind. Das wär cool. Ja, wenn man ein bisschen brennt. Oh mein Helm ist kaputt gegangen. Wenn man ein bisschen brennt, ne, dass man dann rennt, dass es dann schneller ausgeht. Das wäre lustig. So, das heißt, ich habe jetzt hier. Du bist auch dann Quarz, ne? Ja. Das heißt, ich habe zwei Quarzvenen gefunden. Hurra, hurra. Ich bin mal gespannt, ob es dann in dem Gang auch was spawnt. Ich sag, deswegen muss auch irgendwann der Boden alles ausgetauscht werden. Bei meinen Hauptgängen. Ich hab da keinen Bock, dass ich mir die ganze Zeit mit irgendwelchen Schweinchen rumspielen muss. So, das heißt, wir gehen nach Hause. Okay. So, dann heißt es nämlich jetzt für mich, ich brauche nämlich nochmal einen Drawer, den nehme ich auf jeden Fall mal mit her für hier. Und dann bräuchte ich einen nochmal für drüben. So, eins, zwei. Okay. Der ist aber schnell voll. Dann haben wir hier noch mal einen Erz. Muss ich aber gucken, habe ich den auch schon vorne in meiner Kiste? Jawohl, habe ich. Das ist gut. Dann habe ich hier meinen Rucksack. Holen wir das ganze Gedöns hier raus. So. Dann kommt das Zeug auch noch raus. Wo nicht? Du warst hier, ne? Genau. Machen wir dich erstmal hier rein. Sehr schön. So, aber bevor wir jetzt dann stundenlang da drüben rumrennen, also ich renne vielleicht jetzt gleich eine Stunde drüben rum. Aber ihr nicht. Denn, das heißt, wir werden uns jetzt nochmal ein bisschen mit Nahrung ausrüsten. Den habe ich schon, den habe ich schon. Das heißt, davon haben wir vier. Dann braucht man vier Kartoffeln. Nein, dann brauchen wir acht Kartoffeln. Rein aus der. Rein in die Kartoffel, raus aus der. Also, nee, das war was anderes. Okay, so, dann haben wir das Essen, dann haben wir das Essen. Dann haben wir auf jeden Fall. Da haben wir gar kein Essen mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wobei, doch, habe ich. So, dann nimmt man sich noch vier Karotten mit. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, welche von denen. Aber einfach welche mitnehmen. So, bevor ich jetzt. Rüberräumen, renn. Schauen wir erstmal nochmal beim Blast Furnace vorbei. Ah, der hat schon drei Stück fertig. Das ist gut. Können wir hier gleich nochmal was reinschmeißen. Jawohl. Der hat auch nochmal was durchgebrannt. Das heißt, wir haben jetzt auch nochmal 20 Stahl. Und dann heißt es jetzt für uns, wir gehen nochmal unseren Hammer reparieren. Drake soll nicht vergessen, seine Rucksäcke einzupacken.
Sonst ist er schneller wieder da, als er weg war. Achso, ich hab. Genau. Also du kommst dann. Klack, 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 klack. 98%. Achso, das ist Alumite. Alumite, habe ich Alumite da? Nein, das wird bestimmt jetzt noch vorne in der anderen Kiste sein. Nee. Nee. Ach ja. Jetzt wartet mal noch. Sekunde. Da war doch noch bei der Essence, bei dem Fishing, Farming, Cooking. Okay, dass ich noch ein Toastbrot draus machen kann, das weiß ich, habe ich gewusst. Aber ich habe doch hier Wheaty Juice. Und Wheaty Juice macht man wo? In der Brewing Machine, die habe ich nicht. Und im Fluid Canner. Die Brewing Machine habe ich noch nicht, ich kann den noch nicht machen. Schade. Das ist dann Weizenschnaps, ne? Wheaty Juice. Oh. Boah, ich ekel's grad. Boah. So, das können wir noch nicht machen, das können wir noch nicht machen. Aber wir können noch was anders machen. Und zwar, ich kann mir jetzt noch 4 Schneebälle nehmen und 4 Äpfel. Einmal im Softmetal einstecken. Ja, natürlich nicht. Machen wir uns halt schnell ein. So, das war nämlich das da, das da und das da. Dann haben wir nämlich einen Apfelsmoothie. Ja, dann wisst ihr jetzt auch, warum das die Schneebälle so wichtig werden. Ja, das heißt, wir haben auf jeden Fall dasselbe nochmal mit den Blaubeeren und dasselbe nochmal mit den Schwarzbeeren. So. Dann haben wir auch noch eine Quest abgeschlossen. Das ist doch super. Und wo ist die? Die ist da vorne. Sehr gut. Wir claimen und haben dann auch noch Melonen. Ja, und vor allem, die hat 1,5 Coil, ne? Also sozusagen eine Instanz mehr und man hat ein bisschen mehr. So, was habe ich hier oben noch drin? Ich habe hier oben noch drin. Geht es auch mit Orangen? Ich muss es probieren. Wenn es mit Orangen geht, dann haben wir meinen Hammer auch noch weg. Jawohl. Dann haben wir jetzt genügend zum Essen dabei. Und dann hätte ich gesagt, nehmen wir Schwarzbären zum Schnellspeisen. Okay. Dann haben wir alles dabei. Hoffe ich. Daumen drück. Und ja. Wir hören uns dann gleich wieder, nachdem ich das Zeug gefunden habe. Bis gleich.
Thank you.